Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, natürlich darf ich das, es ist mein Recht, es ist auch mein Kanal. Und deswegen nehme ich mir das einfach raus, hier euch zu begrüßen. Ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, ihr hattet einen geilen Tag, ich hoffe, bei euch ist alles richtig geil. Heute gibt es mal wieder Yasuo. Problem folgendes, wir haben mehrere Probleme. Problem Nummer 1, ich weiß immer noch, ab und zu macht mein Mikrofon so scheiß Geräusche, aber ich weiß nicht, wie ich das fixen kann, Hilfe. So, ich glaube, das ist immer, wenn ich da so luftmäßig reinpuste. Aber kommen wir zu den wirklichen Problemen. Hä? Wo kam das denn her? Und zwar, wir spielen gegen Zed. Was ein Matchup ist, das ist nicht das Allergeilste, wenn der Zed gut ist. Es ist gerade im Early Game sehr makeable. Also im Early Game können wir ihn polieren. Aber später ab 6 kann er mit seiner Ult und mit seiner W unsere Geister dodgen. Unsere Stürme. Problem Nummer 2, wir haben keine Rüstung. Aber Tobi, du spielst gegen Zed, wieso hast du keine Rüstung? Das ist sehr, sehr einfach. Und zwar, ja, ich dachte, es wäre eventuell Katarina oder Zed. Ich meine, wer spielt Katarina Support? Ne, also, und deswegen habe ich jetzt... mit dem. Wir wollen schön die Minions getten. Deswegen, meine Freunde, habe ich... Bre! Schickobre! Und Schickobre! Und Schlipple! Schöner Trade. Und deswegen habe ich Leben mitgenommen. Das heißt, es ist nicht komplett useless, aber wir haben weder Rüstung noch Magieresistenz, wir haben Leben. Leben ist actually auch nicht so gut gegen Zed, weil... Hä? Ach, come on. Ja, weil er ja prozentualen Schaden macht, ne? Mit seiner Passive. Aber ja, wir gucken mal. Wir haben einen Jungle Jax. Jax ist sehr, sehr gefährlich für mich. Ich kann auch sehr, sehr wenig von ihm blocken. Wir müssen jetzt eigentlich warden. Aber ich würde noch eben die Kanone gerne haben. Die können wir vielleicht so kriegen. Danke. So, wir warden jetzt hier oben. Ich würde gerne Zed verprügeln. Also es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir ihn verprügeln. Wir müssen aber sehr, sehr viel auf die Map gucken. Es könnte nämlich jetzt jederzeit zu einem Gank kommen. Und da ist er auch schon. Da ist er schon. Kommen wir hier weg. Im Sprung. Zack. Ja, also, dass das getroffen hat, aber vielleicht kommen wir ohne Flash weg. Okay, wir leben. Freunde, wir leben. Hä, Katarina ist auch hier? Oder rennt sie, rennt sie fast runter? Okay, wir kaufen uns jetzt tatsächlich eigentlich müsste ich Rüstung kaufen. Komm, Leute, nur Kall ist Kall. Deswegen kaufen wir uns Kall. Ja, ich weiß jetzt nicht, was das hier in der Mitte wird. Ich weiß nicht, ob die jetzt miteinander runterrennen. Ich meine, deren Team, ne? Guckt euch das mal an. Vayne, Cutter, Zed und Jax. Auf dem Blatt Papier der Terror eines jeden League-Spielers. Aber es ist nur auf dem Papier so. Man weiß halt nie, wie es unter dem Papier aussieht. Was ist unter dem Papier? Ist da ein Tisch? Liegt da Holz? Brennt's da? Das weiß man nicht. Es gibt viele, viele Dinge. Das heißt... Die Vayne, deren Vayne ist schon mal alleine. Das ist ja schon mal gut. Cutter hat allerdings einen Kill. Das ist ein bisschen weird. Level 1 Cutter, aber ist okay. Level 2. Ja, wir haben halt, wie gesagt, keine Rüstung. Ist nicht ganz geil, aber... Na, wir gucken mal. Ich habe immerhin, ja, meinen Flash verbraucht. Aber ich habe immerhin überlebt. Die sind immer noch oben. Wir müssen auch immer gucken, wo ist Jax? Das ist das neue Spiel. Wo ist Jax? Wissen wir nicht. Aktuell wissen wir es nicht. Zed hat 2 Schwerter. Wir haben keine Rüstung. Cutter kommt in die Mitte. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Sie ist jetzt nicht zu terrifying, weil sie Cutter ist, aber... ne, wir sollten jetzt hier kein Auge machen. Gib ihn mir, bitte! Uah, okay. Sie springt mich auf jeden Fall an, weil sie hat voll Bock. Und ich will jetzt auch gar nicht mit ihr traden. Also ja, doch, jetzt würde ich mit ihr traden. Okay, dann nehmen wir ihn. Ignite ist drauf. Hier ist nochmal eine W für irgendwas. Schön! Nehme ich so an, akzeptiere ich. Akzeptation ist da. Nee, das ist fein. I like. Guck mal, jetzt können wir... ja, ich weiß nicht genau, was die Sache ist, aber manchmal sind Sachen so. Es könnte sein, dass sie dann sogar drauf springen. Ja. Ist ein bisschen... Why does she troll? Fragezeichen. Fragezeichen in den Raum hineingeworfen. Ist aber okay. Nehme ich an. Akzeptiere ich so. Akzeptiere ich genau so. So, wir getten mal hier. Getty Spaghetti. Machen hier noch sowas. Machen jetzt so und dann machen wir so. Ja, ist natürlich schade. Ist natürlich sehr, sehr schade hier. Arsch. Aber, ne, man weiß ja nicht, wie das Game noch wird.
Weil normalerweise würde ich jetzt meine Aufnahme stoppen und sagen, hey, das wird nix. Wird, ne, gegen, ich, wenn ich gegen 4 spiele, dann habe ich da keinen Bock, dann nehme ich das nicht auf. Also es sind ja nicht 4, es sind 5. Aber ich kenne Leago Legando. Und ich weiß, dass das hier, ich call es jetzt und ihr werdet es an der Zeit dieses Videos sehen, Minimum 30, wenn nicht sogar 38 Minuten geht. Vielleicht sogar noch mehr. Aber ich sag, naja, wobei die haben so ein Team, selbst wenn die noch irgendwie richtig tryharden, entweder smashen die uns oder wir smashen die. Also, ich sag mal aber 37er. 37er. Gut. Was können wir machen? Was können wir machen? Was wollen wir machen? Aktuell ist natürlich so ein bisschen... Leute, wenn ihr Civilization und so spielt, ne, hier ist ja gerade Frieden. Also er macht hier, ne, er macht dort Stress, aber in der Mitte ist gerade Frieden. Das heißt, wenn Frieden ist, dann macht Einheiten. Stärkt die Wirtschaft und dann könnt ihr richtig krass Einheiten produzieren. So funktioniert das in Strategiespielen, wenn ihr mit jemandem Frieden habt. Der Frieden ist nur die Zeit, wo man sich zum nächsten Krieg rüstet, Leute. Ganz, ganz wichtig. Ne, Z macht quasi Krieg und rüstet sich, ist auch okay. Alter, hat er jetzt 3 Kills? Aber cool. Ne, das ist... Ich brauche einen Gegner. Das ist okay. Ein Gegner wurde geboren. Da kommt jetzt so eine Nachricht. Oh, shit. Bitte, kann ich noch die Platte? Platte? Hallo? Ein Gegner hat das Schlachtfeld betreten. So. Karl wird abgearbeitet. Wir müssen jetzt eigentlich, wir müssen jetzt shoppen. Wir haben eigentlich gar kein Geld, aber wir müssen shoppen. Weil, wenn Zed gleich wieder kommt, der hat jetzt 1 Million Geld auszugeben. Und wenn ich jetzt nichts mache, dann, ne, ich muss das ausgleichen. Das heißt, wir machen das. Und das. Dann haben wir ein bisschen Attack-Speed. Das ist okay. Es ist okay. Und jetzt haben wir einen Gegner. Der 3-1-Z. Der wird das Schlachtfeld betreten. Und wir werden ihm mit unserem Schwert entgegentreten. Denn ich bin ein Mexikaner. Säbelrassler. Kommen Sie bitte her. Wie outplayen wir ihn? Okay, wir haben ihn jetzt noch im Auge. Er ist Level 6. Wir sind Level 7. Wir bauen Schritt Nummer 1. Stacks aufbauen. Schritt Nummer 2 hat sein Geist raus. Schritt Nummer 3... Turbokanone. Ganz wichtig ist... Oh Mann, das ist aber auch ein bisschen nervig, muss man to be honest sein. Bisschen nervig ist schon, ne? Bisschen nervig ist es schon. Was macht... Ist das hier die... Oh, ja, ja, ja. Okay. Gut. Also, was müssen wir beachten bei ihm? Grundsätzlich hat Ninja-Tabis und sehr viel Schaden. Eigentlich sollte ich ihn nicht traden. Zweitens ist Cutter die ganze Zeit hier. Drittens... Bruder, wenn du gleich weiter Fässer aufmachst, dann mache ich deinen Fass zu. Drittens, sowohl Cutter als auch Zed können die ganze Zeit mein Zeug dodgen. Ja, ich hab's mir schon gedacht, dass die jetzt sofort für den Engage gehen wollen. Passt. So, das heißt, wenn ich auf Cutter, eigentlich muss ich das faken. Ich muss E machen, aber kein Wirbel. Einfach nur E. Also mit geladenem Wirbel, einfach nur E. Das muss der Plan sein. So quasi, so und... Ja, okay. Ich muss ihn, glaube ich, direkt... Ich meine, ich hätte mich drehen können, aber... Ich habe damit gerechnet. Es ist halt auch immer die Frage. Jetzt. Slip. Ignite, zack. Okay, jetzt hat das gemacht. Auf, Ignite. Bäh. Okay, passt. Ist okay. Ne, ich meine, wenn du Knockup im Team hast, warum nicht? Und warum sollte ich nicht auch Gangs kriegen? Er hat auch die ganze Zeit die Cutter um sich herum. Ne, warum nicht? Er ist rumkritzeln. Machen wir nochmal eine Q. Au. Heißt, könnte sein, dass Cutter noch kommt, aber ich bin ein Mann. Ich nehme die Gefahr an. Und wo? Cutter kommt doch locker noch, aber die outplay ich. Cutter ist 1-1-4. So, wir haben jetzt das Teil. Schön, wir kaufen uns mal jetzt ein chronologisches Kononalwort. So, Jax ist in der Mitte. Ey, sie wird sterben. Und tot. RIP. Attack Speed Jax, Leute. Ganz schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema. So, can you not feed the Cutter? Go Hexdringer. Wer feedet den Cutter? So, können wir jetzt, ich würde jetzt gerne Zed auch ein 1-on-1 geben. Ne, hätte ich Bock drauf. Never mind. Leute, okay, das war ein bisschen, ich habe gar nicht mehr an ihre Ult gedacht. Leute, die Cutter ist aber auch 24-7 hier. Like 24-7. Stopp. Oh mein Gott! Oh my god. Schön. Sie hätte, glaube ich, besser ihr Ding einsammeln sollen und dann eh auf mich direkt machen, aber schön. Nehme ich an. Ne, jetzt können wir natürlich sagen,
Later, later, later. Schön, 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 schön. Gut. Also ich bekleckere mich gerade nicht mit Ruhm, so. Oder mit Rum. Kann man sich auch mit Rum bekleckern oder mit Ruhm? Aber dafür bekleckere ich mich mit Kills. Man würde jetzt sagen, wow, this is so, so good, but this ja so has not gemacht so very much gerade. Aber ist okay, auch solche Runden, Leute, die nehme ich. Die wichtig ist, dass ihr manchmal das auch einfach nehmt. Und wir werden ja auch noch Getty Spaghetti machen. Unsere Fiora ist 0-4, sehe ich gerade. Das könnte interessant werden. So, die sind zu dritt, glaube ich, oben gerade. Das heißt, ich nehme jetzt... Okay, Jax ist hier. Jax ist auch ein gefährlicher Gegner. Ganz gefährlicher Gegner. So, okay, jetzt sind alle einfach... Das wird ein Roaming-Game. Das wird quasi sowas wie... Kennt ihr Destruction Derby? Das war damals so ein Spiel, wo so eine Arena, so ein Kolosseum und alle fahren mit so einem Auto in die Mitte und zerstören sich. Das wird jetzt gleich passieren. Es geht gleich los. War ein richtig cooles Spiel. Schon ewig her. Das war von... Ich glaube, nach dem Weltkrieg kam das raus irgendwann. Aber... So, ich würde ja gerne mal was machen, aber ich weiß, dass immer irgendwer hier ist. Genau das. Ne? Genau das. Jetzt zum Beispiel... Ne, aber Leute! Oh, mein Finger hat gejuckt. Der hat richtig gejuckt. Da wäre ich gerne reingegangen. Aber mein Gehirn hat gesagt, nein. Don't do this. Don't. Ja, was mache ich jetzt? Dann roamen wir jetzt auch. Ich roam jetzt auch, Leute. Wobei ich sehr viel Angst vor Cannon habe, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, wir verlieren das hier oben. Aber, ja, da wird gleich... Ja, okay, 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 ich bin da. Können wir was machen? Ja, schön, 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 schön. So, wir machen schon mal Ignite drauf. Machen so, machen noch ein paar Auto-Tags, machen dann den. Fuck this game. Okay, wir haben noch eine Windwall. Wir machen mal so. Und dann machen wir mal so. Und dann gehen wir hier hin. Und dann machen wir so. Verdammt, schade. War ein guter Versuch. Und jetzt haben wir ein Problem allerdings. Wir brauchen Stack, dann passt das. No, we'll always love you. Shit, oh Mann. Mann, ich wollte bei... Ich, ja, aber Leute, das hier ist noch nicht vorbei. This is not end yet. This no is not over. The thing is not true. Later und... Was? No! Wie konnte ich den verfehlen? Aber das hier ist immer noch nicht vorbei. Das Spiel ist nicht durch. Oh. Ja, okay. Nee, vielleicht doch besser so. Ich wollte, aber vielleicht doch... Oh Gott. Das hier ist immer noch nicht vorbei. Männlichkeitswurf. Oh, der Männlichkeitswurf. Ja, immerhin. Okay, das ist okay, weil Zed hätte mich gekillt. Ja, es ist so, also Missplays wurden gemacht auf allen Seiten, von allen Fraktionen. Aber es ist okay, Leute, es ist okay. Lass es uns als, okay, ich meine, ich habe super viel Geld an Katharina abgegeben. Lass es uns als okay deklarieren. Harsches Game, harsches Game. Kata wird richtig nervig. Ich muss auch immer dran, irgendwie, ne? Kata ult einfach Windwall. Kata ult einfach Windwall. Aber ich glaube, ich hatte die gerade gegen Vayne oder so, oder? Hatte ich die ready? Ich weiß es nicht. Gut, was machen wir? Midlane? Oder Bot hätte ich auch Bock. Aber wir gucken mal. 0-6-0! Weißt du, sie hätte nur nicht inten müssen. Dann hätten wir das schon. Aber ne, ich hab's ja gesagt, dass das so ein Game wird. Ich hab's euch gesagt. So, was ist mit Zed? Der Tower ist schon weg, das ist cool. Wir pushen noch eine durch. Zed wird nach oben gehen. Ne, ist er noch nicht. Okay. Ich würde gerne Zed fighten. Ich hätte Bock. Allerdings, wie gesagt, ich müsste echt gucken. Ich müsste einmal rausfinden, wie er darauf reagiert, wenn ich ihn andashe. Ein guter Zed würde sofort W oder Ult drücken. Aber Flay ist ja dann gar nicht gut. Das weiß ich ja halt nicht. Das wäre ein bisschen schwierig. Okay, Zed ist unten. Wir gehen jetzt nach oben. Komm. Auf geht's. Bitte weinen und nicht ulten. Bitte weinen und nicht ulten. Please no ult. Bitte ulten Sie nicht. Ja, ich meine, es war eigentlich doch... Es war klar wie Kloßbrühe. Was ist, wenn Kloßbrühe gar nicht klar ist? Sondern dunkelgrün. Ja, kacke. Leute! 2-5! Och, Leute. Aber okay, das ist gut. In dem Game kann ich mich etablieren. Hier können wir Dinge machen, Leute.
muss mal kurz Stacks aufbauen und jetzt wäre ich wieder da. La 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 la! Oh, komm, 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 Mayonnaise, Mayonnaise, Mayonnaise. Ich bin schnell, ich bin Phantom Dancer Main. Wie jetzt können wir gleich treffen, aber wir machen das so. Und dann machen wir es so und dann machen wir es so. Und dann. Ja! Shido! Bra! Oh, er played ja so. Das wollte ich hören. Thanks! Thanks, thanks, thanks! Das sagen wir einfach thanks. Thanks. Jetzt denken die, ich wäre so aus Dänemark oder so. Das sieht voll so dänisch-märkisch aus. So, wir haben Inwinities fertig. Da kommt ein Drake. Oh, den brauchen wir, den brauchen wir, den brauchen wir, Leute. We need. Take this. Slip. So. Okay, wir könnten, entweder wir saugen richtig. Wir bräuchten noch zwei Stacks, die holen wir uns noch, Leute. Zwei Stacks, die holen wir uns auf der Botlane. Vielleicht, also wir sollten nicht zu hart in Vayne reingreden, weil sie ist 2-5, aber wenn es sich ergibt, dann ergibt es sich. Aber wenn nicht, dann nicht. Na, das hier ist zum Beispiel ein, da ergibt sich nichts. So. Okay, ich glaube, die... Ach, Leute. Leute. Ja, okay. Ist okay, aber jetzt ruhig, Leute. Ruhig. Oh, Leute, der Turm ist auch schon weg. Ja, Pock. Ja, okay, Leute. Ich hab Geld. Ich will shoppen. Ich will shoppen. Ja, okay, dann gehen wir durch. Dann gehen wir durch. Better Sub wins. Ah, ich weiß ja nicht. Wie wär's mit Better Mid wins? Better, Matter, Weather, Wind. So, her. So, okay, das reicht, Leute. Dane, ich bin raus. I'm out of this. Leute. Triplo. Quack. Quack, Penti, Penti, Gepenti. Komm, Penti, einmal Penti. Penti, Fragezeichen, Doppel. Ja, no, gib doch. Pentakill. Ah, ouch, heiß. Kill mich nicht. Danke. No. Ah, oh, wie ein Held gestorben. Wie ein Held. Ja, 5000 Kneten. Pock. Pentakill. Und jetzt auf Italienisch, Leute. Jetzt wisst ihr, warum Italienisch. Auf Italienisch ist einfach so trebbien gut. Es ist so trebbien gut. Hört sich einfach tausendmal besser an. Aber dafür, dass ich 13-2 stehe, Leute, da steht es gerade mal 22-17. Das heißt, alle anderen hier in dem Spiel inten. 0-7, 2-5. Nur Cassio ist noch da. Und der Supporter halt neutral so. Ich meine, 1-2-9, das ist schon fein. Aber, ne, das hier ist gar nichts safe, Leute. Hier ist nichts safe. Außer, dass wir haben Level 13, Leute. Sie ist 12, der Rest ist so Reuden. Reuden, Reuden. Nessuno ha certezza. 07. Na gut, hier ist der. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Wir sind dabei. Wir sind dabei zu rasieren. Wurf. Ich würde sagen, wir pushen Toplane durch. Ich gehe jetzt top. Oh ja, den würde ich. Ist der Jungler der Jux? Ich glaube ja. Kommen Sie bitte her. Leider. So. Dann gönnen wir uns jetzt. Wir ignorieren mal mein Team. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Aber ich gehe jetzt Toplane durch. Weil hier stehen zwei Türme. Ihr nehmt immer die Lane, wo zwei Türme sind. Weil zwei Türme sind... Ne, hier stehen beide weg. Aber okay. Cutter tot, das ist schon mal wieder gut. Das ist gut. Ich denke mal, Cutter war so... Ja, sie wollte in der Mitte. Und er wollte in der Mitte. Und dann wollten alle in die Mitte. Und okay, mein Team stirbt, wie erwartet. Aber ist okay. Also okay ist es nicht, aber es ist okay. Frage ist, gehen wir jetzt hier weiter oben durch? Ja, doch, locker. Logger. Jax, was kann Jax? Nicht so viel. Ich habe Rilgan Red Buff. Pentakill! So. Ich hätte mal Bock auf den Airblade jetzt. Leute, mit Call. Oh shit, da ist keine Minions mehr.
Was mit der Vayne? Kommt die noch oder enden wir jetzt? Oder was ist hier? Lalalala. Hat der Ult? Da muss ich rein! Pra! Hui! No, 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 no! Gestunt unter der Fontäne. Ja, ist dann doch kein, er ist dann doch kein 30-Minuten-Game mehr geworden. Aber ich denke, ich muss es hochladen, weil es war ein Bender. Ein Bender-Kill. Ja. Wir können ja mal gucken, wie viel LP wir bekommen. Wahrscheinlich so 12. Also meine MR ist richtig im Eimer, Leute. Die ist richtig dead. Ja, wir honoren. Ja, Caccio. Caccio war. Na, ich hätte auch weil sie hat viel gegankt, aber sie ist ja doch schon plus 14 Pock. Ja, ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und tschüss. Miau, miau.